Ihr seht ja diesen Chunk-Abteil hier, ne? Chunk, diese Chunks. Und ja, wir werden das Ding, das dort, in Survival Minecraft nachbauen. Ein Part, der das Projekt zeitgleich für immer verändern wird. Ich will weiterkommen. Wir machen jetzt all diese Blöcke mit Wasser. Das ist so sehr satisfying jetzt. Die nächsten 30 Minuten werden sehr satisfying. Die werden sehr cool. Ich werde Wasser setzen und dann wird hier alles zu Beton, Digga. Das wird Schokosell. Aber die Lücken im Dach mussten immer noch ausgefüllt werden, also habe ich mir blauen Trockenbeton, blaue Wolle und Lapislazuli geschnappt und habe alle Löcher im Dach ordentlich verziert in ordentlichen Blockmischungen, damit das Dach das richtige Muster erhält. Noch, Digga, da fehlen jetzt noch die Statuen, die hier an die Dachspitzen überall rankommen. Also hier. Hier kommen jetzt überall noch Statuen hin. Und hier unten kommen noch kleine Details mit Statuen hin. Digga, da werde ich, keine Ahnung, 3 Stunden dran sitzen. Vielleicht 4 maximal. Dann bin ich durch damit. Seht ihr das? Digga. Okay. Okay. Das sieht so cool aus. Ich finde auch, das Dach haben wir perfekt hinbekommen. Ich würde sagen, der Ember Pillars, der hier steht, ist besser als der Ember Pillars, den wir auf der Creative-Welt haben. Weil der halt wirklich vollständig ist. Guckt euch die Wände an. Wie clean die alle sind, wisst ihr? Symmetrisch. Gut gebaut. Passend. Alles ist richtig. Alles hat seinen Sinn. Alles hat seine Symmetrie. Wundervoll. Alter, puh, geil, geil, du bist hier in dem Raum, denkst dir nicht viel, dann gehst du hier raus und siehst das, sorry, wie geil, das ist das absolute Easter Egg hier, das ist so verdammt nice. Wir haben jetzt alle Details und alles am Ember Palace fertig, die Dachdetails stehen, die Statuen stehen, es ist soweit alles perfekt. Außer eine Statue. Die absolute Hauptstatue, die Main-Statue des Buildings, die hier vorne hinkommt. Die Statue mit Flügeln, die engelsgleich aussieht.
Und diese Statue werden wir jetzt gleich bauen zum absoluten Abschluss dieses unfassbar kranken Projektes. Es ist wirklich heftig. Ein Projekt, was wirklich viel Zeit und Arbeit in Anspruch genommen hat und viel Liebe bekommen hat, von egal wem, würde ich sagen. Es ist einfach geisteskrank. Es ist geisteskrank. Let's go, wir starten mit der letzten Statue. Fertig! Wir sind fertig! Fertig! Es ist beendet, Digga. Es ist beendet. Zack, der Ember Pillar steht. Finally. Finished. Ah, oh, es ist geil. Es ist fertig. Es ist fertig. Es ist fertig. Da steht er. Da steht er. Ist das sick. Und jetzt steht er einfach nach 2 Jahren. Nach 2 Jahren, Digga. Alter. Geil. Hier. Da, guckt euch das mal an, bitte. Guckt euch das mal an, Digga. Guckt euch das an. Okay, das können wir nachstellen. Das gleiche nur 2 Jahre später. Warte ganz kurz, ich mach mein Facecam noch weg. Alter. Geisteskrank. Auch wie schnell das jetzt alles ging. Irgendwie ging es schneller, als ich erwartet habe, Digga.